Jo, Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Brotato. Und heute ist eine besondere Folge, denn das ist die Folge, die ich an Weihnachten hochladen werde. Deswegen wünsche ich euch allen auf jeden Fall schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie oder mit wem auch immer ihr eure Weihnachtstage verbringt. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage, bekommt schöne Geschenke. Und ich habe mir gedacht, was könnten wir denn jetzt für einen Run machen, der so ein bisschen zu Weihnachten passt. Und da habe ich mir gedacht, was passt am besten zu Weihnachten? Natürlich komplett eskalieren. Und deswegen werden wir heute den Schreihals spielen. Und das Ziel ist, 1000% Schaden zu bekommen. Wir haben ja 15% mehr Gegner, starten schon mit 30% Schaden. Wir werden jetzt die Geisterachs nehmen, auf Gefahr 5. Und dann schauen wir mal, ob das möglich ist. Schreihals ist auf jeden Fall der beste Kandidat dafür, dass wir da richtig ausrasten. Weil er einfach so viele Gegner spawnt, dass man einfach mit dieser Axt sich dumm und dämlich stacken kann. Problem wird halt nur sein, die ersten paar Runden sind sehr, sehr schwierig auf dem Schreihals, weil man einfach so viele Gegner gegen sich hat. Und die Axt ist jetzt nicht die beste Attack-Speed-Waffe am Anfang. Das Gute an den Äxten ist... Oh ja, direkt mehr Gegner. Das Gute an den Äxten ist, sie geben uns als ätherisch Bonus halt auch Ausweichen. Leider auch Minusrüstung. Aber Ausweichen ist einer der besten Stats, wenn wir hier so viele Gegner haben, weil wir werden es nicht vermeiden können, dass die Gegner uns berühren. Es sind einfach gleich zu viele. Deswegen Ausweichen so schnell wie möglich auf 60 zu bekommen, ist das Ziel. Rüstung wollen wir dann natürlich auch dazu haben. Einfach, damit man noch ein bisschen sicherer ist. Man sich leider nicht nur auf Ausweichen verlassen kann. Bisschen Leben. Mehr Rüstung. Damit wir der Minusrüstung so ein bisschen entgegenwirken. Mit. Holzverleimt. Auch mit. Jetzt haben wir schon 55% mehr Gegner. Man kann theoretisch, wenn man 10 liebe Alien bekommt auf dem Schreihals, kann man 100% mehr Gegner haben. Also dafür muss man dann aber auch komplett broken sein, um das zu überleben. Das ist einfach Hölle. Oh, oh. Apropos Hölle. Genau das meine ich. Die ersten Runden, in denen man noch so ein bisschen anfällig ist, nicht viel Rüstung hat, nicht viel Ausweichen hat. Oh, oh. Das könnte ein großer Fehler sein, aber jetzt haben wir 60% mehr Gegner. In den ersten Runden ist man halt leider 18 Ausweichen minus 1 Rüstung haben wir jetzt gerade. Ist man leider doch sehr anfällig und mit 60% mehr Gegnern. Ja, könnt ihr euch denken, das wird jetzt lustig. Wir kriegen natürlich auch einen Haufen Geld, wie man sieht. Also Geld ist überhaupt, sollte überhaupt kein Problem sein. Geld kriegen wir wirklich hinterhergeworfen. XP genauso. Geld ist ja auch XP, das man aufsammelt. Also XP und Geld und Schaden auch nicht, weil wir so viele Stacks mit unseren Äxten machen. Also wir müssen uns wirklich eigentlich nur um defensive Sorgen machen später. Der Rest, der kommt von alleine tatsächlich. Da nehme ich doch direkt wieder Rüstung. Möchte ich alles nicht. Und dann nehme ich nochmal Rüstung. Ich nehme jetzt am Anfang sehr viel Rüstung. Attack Speed auch sehr gut. Was sind 2% Schaden? Hier nehme ich, glaube ich, beide mit für Rüstung. Ja. Ich nehme alles an Rüstung mit. Schaden ist auch nicht schlecht. Denn die Rüstung, die ist später einfach viel zu essentiell. 10 Rüstung will ich auf jeden Fall so früh wie möglich haben. 60 Dodge natürlich wäre auch ein Traum. Aber 60 Dodge hängt immer ein bisschen davon ab, wie gut man die Dodge-Items bekommt. Manchmal bekommt man die einfach gar nicht. Und der Charakter ist halt auch von seinen Charaktereigenschaften kriegt er eher so Damage-Items und nicht so, keine Ahnung. Also da hat er halt eine höhere Chance drauf auf Damage-erhöhende Items. Passt zum Charakter, I guess. Und Kiste? Ja, rein da. Komm. Wie viel Prozent Damage haben wir jetzt? 59, also 10. Oh, Heilgeschütz umsonst. Nehme ich auf jeden Fall mit. 8% Schaden, 9 Ausweichen. Perfekt. Das ist ideal, genau das, was wir haben wollen. Noch mehr Prozent Schaden. Nochmal eine Rüstung. Nochmal eine Axt. Dann haben wir unsere erste blaue Axt. Das ist auch sehr, sehr gut. Minus 4 Tempo ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, eigentlich ist sowieso komplett egal, wie schnell wir gleich sind. Wir werden nur noch in den Gegnern drinstehen. Ich werde jedes Item nehmen, was uns mehr Gegner gibt.
Und wir werden einfach hoffen, dass wir nicht sterben. Wir brauchen jeden Gegner, den wir kriegen können. Ich sag euch, wir werden sehr, sehr viele Gegner kriegen. Also 100% mehr Gegner wäre schon das Ziel. Wenn wir noch die Maus bekommen und so, dann könnten wir das sogar schaffen. Das Heilgeschütz ist natürlich jetzt am Anfang, wo die Gegner noch nicht so viel Schaden machen, absolut genial. Da kann ich noch viel aggressiver jetzt spielen, als ich sowieso schon gerade spielen würde. Viel rücksichtsloser halt. Nicht zu rücksichtslos, aber deutlich rücksichtsloser. Nix ausweichen. Erstmal ausweichen hoch und noch mehr Gegner. Wir haben jetzt schon 65% mehr Gegner. Das kann ja nur gut enden. Ein bisschen mehr Leben ist auch nicht verkehrt. Die 1% Schaden, die sind uns komplett egal. Crit und Ausweichen ist perfekt. Wir haben 50 Ausweichen einfach schon. Sammelreichweite nehme ich, glaube ich, auch mit gleich. Macht es ein bisschen entspannter, Items Geld einzusammeln. Wenn wir sowieso schon hier auf so viel Geld, wie wir droppen werden mit dem Charakter. Wir haben einfach 50 Ausweichen, 3 Rüstungen. Ich glaube, ich spiele jetzt wirklich komplett Rambo-Style. Und wir haben Heilgeschütz. Ich spiele jetzt wirklich einfach, ich renne einfach in alles rein. Ich würde sagen, wir sind defensiv jetzt so stark aufgestellt. Schon für die Runde 7 halt wirklich gut. Oh, aber ich darf es auch nicht übertreiben. Bin nicht unsterblich. Und das Dumme ist, ich kann nicht bei meinem Heilgeschütz bleiben, wenn ich zu niedrige Leben habe. Weil ich dann einfach weggemacht werde von den ganzen Gegnern. Wie viel XP ich jetzt, wie viel Damage ich jetzt bitte gemacht habe und XP auch. 30% Glück für 2 Nahkampfschaden nehme ich mit. Die 2 Nahkampfschaden holen wir uns wahrscheinlich jetzt hier auch wieder zurück. Ja, komm. 15 Glück nehmen wir nochmal mit. Sammelreichweite. Geisterachs 2, perfekt. Damit sind unsere Geisteräxte voll. Dann können wir noch Bäume mitnehmen. Crit, ja doch, 3 Nahkampfschaden für ein bisschen Crit ist okay. Ich möchte bald auch mal Lifestyle haben tatsächlich. Wir können nicht nur aufs Heilgeschütz uns verlassen. Denn wenn ich mal low bin und zu viele Gegner beim Heilgeschütz stehen, habt ihr gesehen, dann muss ich da weg. Weil sonst werde ich ja auch überrannt. Das Heilgeschütz ist natürlich auch kein geniales Healing. Das ist ganz okay, aber später ist es dann auch ziemlich nutzlos. Wenn es 3 heilt. Ja, nee, nee, nee. Das spielen wir lieber safe. Das ist wirklich eine Welle. Solche Wellen sind richtig, richtig ekelhaft für den Charakter. Weil diese... Oh, weil diese Charger so viel Schaden machen und ich einfach nicht zu den kleinen Gegnern hinkomme, weil ich die ganze Zeit diese Charger respektieren muss. Rein da, wir brauchen das. Wir brauchen XP und Damage. Ich brauche Lifesteal. Das ist doch genau das, was ich brauche. Und nochmal Attack Speed. 40 Ernte für 8% Schaden. Ich sag mal so, was sind 8%? Obwohl, warte mal, ist nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt halt ein bisschen positive Ernte. Stimmt, der kriegt ja jede Runde. Jede Runde kriegt er ja 3 Minus Ernte, habe ich ganz vergessen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Sensei ist tatsächlich auch sehr, sehr verlockend, weil wir so viel XP kriegen werden durch die ganzen Gegner, die wir spawnen. Da haben wir jetzt 127% Schaden. Okay, jetzt kommt die Runde, wo wir langsam anfangen werden zu eskalieren. Das ist so die Runde, wir spawnen jetzt so viele Gegner. Wir werden so viel XP und Geld machen und Damage. Jetzt hatte ich gesagt, 127 war es. So, wir müssen ein bisschen... Ich höre nur noch das Geräusch von der Axt. Wupp, wupp, wupp. Level up, level up, level up. Einfach nur noch Damage up, Damage up. Die Axt rastet aus jetzt. Genauso will ich das. Das war der Plan. Vielleicht schaffen wir 3 Level. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch keinen XP-Gain. Aber 2 Level sind auf jeden Fall drin. Holy shit. Und wie viel Geld wir auch dadurch machen, dass so viele Gegner spawnen. Das ist immer wieder lächerlich. Rein da. Rein. Fast 3 Level, fast 3 Level. Schade, richtig, richtig knapp. Aber 818. Holy shit.
Crit wäre natürlich auch krass, aber einmal drehe ich noch. Drei Rüstung ist 10-mal besser, das brauchen wir jetzt und Lifesteal. So, mehr Tempo und Lifesteal, mehr XP. Mehr Attack Speed auf jeden Fall. So, der Plan wäre jetzt, Ernte aufs Maximum zu kriegen. Mehr Leben tatsächlich. Also Ernte. Oh, mehr Gegner. Jetzt haben wir 70% mehr Gegner. Mal gucken, ob ich auf die 100% komme. Ich habe ein bisschen Angst. Mehr Prozentschaden wieder. Bisschen Tempo holen. Da ist die erste lilane Geisterachs. Sehr schön. So, das reicht. Da haben wir unsere erste lilane. Wir haben 178% Schaden. Könnte mehr sein. Wir brauchen noch einiges an Schaden. Aber jetzt kommt natürlich auch so die Zeit, wo es anfängt. Je höher wir halt kommen, desto schneller stacken wir Schaden, weil wir natürlich auch einfach höhere Äxte haben. Das wird alles dann verschnellert. So, ich muss mich hier auch ein bisschen bei meinem Heilgeschütz aufhalten. Die Runde ist auch ekelhaft. Immerhin habe ich jetzt gerade eben 3 Rüstungen bekommen. Das heißt, wir kriegen nicht mehr ganz so viel Schaden. Und haben ja auch schon fast maximales Dodge. Ah, dich würde ich gern töten. Perfekt. Jetzt brauchen wir eigentlich Lifesteal. Mehr Rüstung noch und Lifesteal. Holy shit, ich renne hier einfach durch. Ich renne hier einfach durch. YOLO. 70% mehr Gegner. Entweder ich sterbe oder wir werden unsterblich dadurch. Die zwei Optionen. Bodensensei gibt uns jetzt auch sehr, sehr viel XP. Okay, 4 Lifesteal auf jeden Fall. So. Wieder Rüstung, habe ich gesagt. Also vor 10 Rüstungen nehme ich nichts anderes. Mehr Gegner. Und noch der Stromgenerator. Jetzt können wir auch noch. Jetzt wird Tempo auch noch zu schaden. 75% mehr Gegner. Bisschen mehr Luck endlich mal. Ja. Maus. 10% mehr Gegner. 85% mehr Gegner. Holy shit. Ich mach die 100% vor, Leute. Okay, wie sieht's mit dir aus? Okay, du hältst was aus. Ich glaube nicht, dass wir den machen können, weil einfach zu viele Gegner spawnen werden. Ich glaube, ich muss mich auf die Gegner konzentrieren. Ja, keine Chance. Zu viele Kack-Gegner spawnen. Hier, wir ignorieren den und machen Gegner, würde ich sagen. Ist eh nicht so wichtig. Oh. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen Lifesteal, aber 85% mehr Gegner. Das ist jetzt, jede Welle ist jetzt gefühlt eine Horde-Welle, glaube ich. Jede Welle ist jetzt mehr oder weniger eine Horde-Welle. Das hier ist eine fucking Elite-Welle und es sind mehr Gegner als bei einer normalen Welle auf einem anderen Charakter. Bei Elite-Wellen spawnen eigentlich immer ein bisschen weniger Gegner, damit man den Elite töten kann. Aber das ist dem Spiel relativ egal bei meiner Gegnermenge, die ich habe. Das macht richtig Spaß. Okay, Rüstung ist fertig. Rüstung nehmen wir nicht mehr. Tempo ist Damage, wir nehmen Tempo. Tempo ist Damage, wir nehmen sowas von Tempo. Wir machen Ausweichen auf 58. Dann haben wir genau 10 Rüstung. Dann nehme ich das nochmal. Dann haben wir Ausweichen voll. Können sogar einmal ein bisschen Minus Ausweichen nehmen. Nahkampfschaden nehme ich auf jeden Fall mit. Das reicht. So, jetzt eskalieren wir. Tempo ist Schaden. Wir haben 260% Schaden. 85% mehr Gegner. Ich mache die 100 auf jeden Fall voll, wenn ich kann. Aber das wird mich so töten. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde so jämmerlich sterben. Ich brauche auf jeden Fall mehr Lifesteal und Leben. Rüstung haben wir jetzt genug, würde ich sagen. 10 Rüstung reicht. Danach lohnt sich Rüstung einfach nicht mehr so krass. Dann nehme ich lieber andere Stats. Attack Speed könnten wir auch noch ein bisschen gebrauchen wahrscheinlich. Gerade später für die Bosse und so. Dass, wenn wir krassen Schaden machen, wir halt den auch regelmäßig machen und nicht die ganze Zeit irgendwie vorm Gegner stehen und keinen Schaden machen. Ja, das ist jetzt mein Leben. Mein Leben ist jetzt durch die Gegner durchrennen. Wir haben fast maximalen Dodge. Wir haben 10 Rüstung, also sollten wir nicht sterben, wenn ich nicht total Pech habe. Wir sind schon Level 20, das heißt unser nächstes garantiertes lilanes Upgrade. Ah, was will ich da leben? Leben wollen wir jetzt im Idealfall. Nee, brauche ich nicht. Oh, 9 Tempo dann wiederum. Und Attack Speed. Okay, Attack Speed möchte ich auch.
Geistachs 3. Jawohl, 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 jawohl. Und mehr Glück. Wir können noch 90% mehr Gegner, Leute. 10% noch und wir haben es geschafft. Ich hatte noch nie 100% mehr Gegner. Holy shit. Jetzt kommen hier aber auch die Items rein. Will ich die Geisterachse direkt auf Rot oder will ich mir erstmal... Ich mache mir erstmal voll lila, ne? Nee, gar nicht wahr. So. Mache ich. Und dann mache ich mir gleich die erste rote. Welle 13. Oh, wir sind auch schon gut schnell jetzt. Wir werden jetzt einfach richtig schnell, weil Tempo ist auch Schaden. Richtig schnell und einfach unsterblich ist der Plan. Das brauche ich nur noch Leben. Ich brauche wirklich nur noch Leben und Lifestyle. Und dann sind wir unsterblich. Wir können jetzt schon noch sterben. Wenn es schlecht läuft, weil jetzt sind halt so die ersten Gegner, die halt gut Schaden machen. Diese blöden Skelettgegner. Deswegen, da, die muss ich schon ein bisschen respektieren, würde ich sagen. Blöderweise. Oh, jo. 90% mehr Gegner, Jungs. Ich habe gesagt, das wird mich töten. Ich habe sowas von gesagt, dass mich das töten wird. Und das wird mich so hart töten gleich. Oh, hier sind auch so viele Kisten-Dudes. Die spawnen durch die ganze Menge an Gegnern. Okay, da muss ich rein. Wir müssen rein. Keine Rücksicht auf Verluste. Rein da. Ich brauche den Schaden. 338% Schaden. Schmeckt auf jeden Fall. Oh, Rüstung nochmal. Rüstung ist nochmal verlockend, muss ich sagen. Aber ich möchte... Ach komm, wir machen 15 Rüstung voll. Wir nehmen jetzt den Weizen. Dann kriegen wir nochmal Schaden. Wir nehmen unsere erste rote Axt. Wir machen die nächste rote Axt, würde ich sagen. Je mehr rote, desto besser, desto schneller stacken wir. Lifestyle und Prozentschaden, wichtig. 16 Lifestyle habe ich schon, holy shit. Gar nicht aufgefallen, dass ich so viel habe. Da habe ich es ja wieder ein bisschen übertrieben. Ja gut, Lifestyle haben wir dann jetzt. Ich brauche halt Leben, aber ich kriege blöderweise keine Items für Leben. Ich kriege nur Items für mehr Gegner. Und da hat mich einfach jetzt jeder Gegner getroffen, der mich berührt hat. Perfekt. 60 Dodge, was ist das? Okay, die Welle ist tatsächlich, wird tatsächlich hart. Da müssen wir uns auf die Ranged-Footsies konzentrieren. Weil sonst ist hier gleich alles voller Kugeln. Das kann dann schon ein bisschen ekelhaft werden. Also die Welle hier, die könnte mich töten, wenn ich nicht jetzt wirklich alles wegheize. Oh, das meine ich nämlich. Jetzt ist hier wirklich alles voller Kugeln. Ich glaube, ich renne da jetzt einfach rein und hoffe, dass ich nicht sterbe. Holy shit, hier ist einfach alles voll. Ich renne einfach durch, so schnell kann ich die gar nicht töten, die nachspawnen. Nee, Rüstung brauchen wir nicht mehr. Ein bisschen Glück, ja. 3% Schaden sind nicht. 6 Nahkampfschaden, jawohl. Jetzt kommt der Grundschaden und mehr Weizen. Jawohl, die nächste. So, Dreieck der Macht sind 20% Schaden. Das ist natürlich verlockend. Aber ich will nicht, wenn ich getroffen werde, verliere ich Schaden. Und das ist ganz schön kacke. So, ich guck mal, ob ich jetzt den Eliten schaffe. Das ist der einfachste. Wenn ich den nicht schaffe, dann... Aber es könnte sein, dass zu viele Gegner spawnen. Ich bin da zu schnell für ihn. Dann einfach mal eben durch ihn durch. Ja, okay. Deine Kiste wollte ich liegen lassen, wollte ich gerade sagen. Aber das Spiel wollte leider nicht. Hier wollte sie nicht... Ja, Junge, unser Schaden, der ist einfach unmenschlich. 676 habe ich da gerade gesehen als Crit. Egal, wir müssen weiter stacken. Ich habe nur 90% mehr Gegner, das ist noch nicht genug. Oh, wir sind ein bisschen low. Heilgeschütz, heil mal kurz rein. Junge, ich brauche mehr Attack Speed. Ich kann so schnell gar nicht angreifen, wie die Gegner hier sind. Wie viele Xe hier einfach sind. Ich sehe schon gar nicht mehr, wo ich bin. Etsy's Couch. Estes Couch. Leider nicht sehr hilfreich für uns. Nahkampfschaden. Ach, wir übertreiben jetzt einfach ein bisschen. Ach komm, da nehme ich nochmal Rüstung. So, nächste rote Geisteraxt. Jawohl. 441% Schaden. Was ist das denn? Den habe ich ja noch nie gesehen. LP-Regeneration wird verdoppelt, wenn du weniger als 50% Leben hast. Ja gut, bringt uns nichts, aber klingt gut. Item habe ich tatsächlich noch nie gesehen, glaube ich. Mehr XP. Ach, mehr XP, komm. Nochmal die Maus. Okay, wir haben es.
Wir haben's. Die Weihnachtseskalation ist perfekt. 100% mehr Gegner. Holy shit. Mehr Leben, das ist gut. Schwert 4 bringt uns leider nichts aktuell. Okay, 100% mehr Gegner. Ich bin so am Arsch. Aber unsere Damage-Zahlen wird das auch. Unseren Damage-Zahlen wird das sehr gut tun. Dieses Regeneration-Item habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ist das neu? So, jetzt kommen halt die Gegner, die richtig Schaden drücken. Wir haben aber jetzt auch 18 Rüstung. Also ich habe es vielleicht doch ein bisschen übertrieben mit der Rüstung. Rüstung brauchen wir jetzt nicht mehr. 18 Rüstung reicht völlig aus. Der maximale Dodge-Schwärm 18 Rüstung. Ey, bleib hier. Hast du dir so gedacht? Oh, shit. Wir brauchen jetzt wirklich als Stats nur noch Leben, Lifesteal und Attack Speed. Alles andere ist eigentlich unnötig, würde ich jetzt sagen. Weil Ausweichen haben wir voll. Damage, schaut es euch an. Gucken, ob ich die 1000 Damage schaffe. 870 habe ich da gerade gesehen. Das könnte ich jetzt nehmen, aber nee. 156% Schaden. Nee, aber das klaut uns nur die Kills. So, was habe ich gesagt? Attack Speed und Leben. Attack Speed, glaube ich, ist besser, weil wir haben echt Probleme, die Gegner wegzukillen. Wir einfach nicht schnell genug angreifen. 1000 Mal mehr Bäume, das ist auch gut. Aber doch so viel Geld, Rüstung. Ich habe 35... Ah, nee, Tempo ist Damage. Nee, wir wollen Tempo behalten. Das Item ist natürlich insane. Insane einfach. Das bringt uns nichts mehr. Das gibt uns mehr Prozentschaden. Über die 500 drüber, das gibt uns mehr Prozentschaden. Ich habe ja gesagt, ich werde es übertreiben. Das gibt uns mehr Lifesteal. Okay. Welle 17. Warte, kam ich schon wieder in Elite? Ja, okay. Tschüss, Bro. Du hast keine Chance. Er hat halt wirklich keine Chance. Er hat halt einfach wirklich keine Chance. 900 Damage. Tschö. Kiste lassen wir liegen. Die ist Notfallversorgung. Ich werde da eh gleich wieder reinrennen. Aber die Kiste lasse ich für den Notfall liegen. Denn ich bin ganz ehrlich, dieser Run hier, den will ich zum Endboss kriegen. Also die 1000 Schlagschaden, die schaffen wir, glaube ich. Ich sehe schon gleich 500 mit den roten. Das heißt, wenn wir krippen, machen wir 1000 Schaden. Was ziemlich krass ist. Geld kriegen wir auch. Ich glaube, wir schaffen sogar Level 30 noch, ohne Probleme. Holy shit, jetzt mit dem Tech Speed dazu, die 20%. Jetzt können wir hier mal ordentlich durchmähen, wie so ein Mähdrescher einfach. Ja, Recycling-Maschine brauchen wir nicht mehr. Glück brauchen wir auch nicht mehr. Nee, geh weg. 16% Schaden, jawohl. Nahkampfschaden, jawohl. Mehr Schaden, jawohl. Okay, das können wir mitnehmen, denn wir haben ja sowieso 4% zu viel. Das ist perfekt. Na gut, dann schmeißen wir die weg, holen uns eine blaue. Dann haben wir gleich noch eine rote. Nachtsichtbrille sind 15 Crit. 15 Crit sind schon ziemlich geil bei unserem Schaden. Nehme ich mit. Ach, Ente brauchen wir nicht mehr. Ente gut, alles gut. Welle 18, let's go. 5072 Schaden. Ultra, sind hier viele Gegner. Leute, 100% mehr Gegner. Nicht nachmachen, ja. I'm a trained professional. Das ist wie bei Jackass. Oder so. Oder bei diesen Serien, wo dann immer steht, dass der jemand, der das gerade vormacht, das trainiert hat. Und dass man das nicht nachmachen soll. Deswegen, Leute, nicht nachmachen. 100% mehr Gegner. 555 Schaden. Das heißt, wenn wir gleich mit der Nachtsichtbrille kritten, machen wir mal eben so... Ja, wir machen bald schon 1500 Schaden und wir kriegen 10 Milliarden Kisten. Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. So viele Gegner sind hier. Ich kann stehen bleiben eigentlich. Holy fuck. Das ist echt nicht mehr normal. Yo, komm ran. Jagdtrophäe. Ach, Geschenk nehme ich die mit. Da geht noch was. Da geht auch noch was. 20 Attack Speed, das wollen wir doch sehen.
So, die Nachtsichtbrille. Er damit, die Geisteraxt, er damit. Mehr Lifestyle. Ah, komm. Ja, das brauchen wir alles nicht. Schade. Aber es gibt noch eine Wave. Wir haben 636% Schaden. Ich bin hin und weg. Und jetzt haben wir auch noch, wenn wir Crypt-Kills machen, kriegen wir auch noch Materialien. Und ich sag mal so, vielleicht schaffen wir jetzt die 1000 Materialien in dieser Runde. So, ich möchte mich aber darauf fokussieren, dass wir wirklich die Buff-Gegner wegkillen. Wir töten alles mit einem Schlag. Da mache ich jetzt keine Sorgen, dass wir da gut hinkommen. Jeder Gegner verschwindet mit einem Schlag. Da habe ich gerade einfach 1200 Schaden gesehen. Einfach 1200, Also ich muss sagen, 100% mehr Gegner, wenn man so stark ist, ist einfach nur geil. Ich kann natürlich noch sterben, wenn ich richtig Pech habe und zu oft getroffen werde von starken Gegnern. Komm, 1000 in einer Runde. Schade. Passt. Ausweichen brauchen wir nicht mehr. Oh doch, wir haben 1000 in einer Runde. Tasche brauchen wir nicht mehr. 12% Schaden nochmal. Nochmal ein bisschen Leid. Naja, nochmal ein bisschen Crit. Okay, Leute, letzter Shop. Wir haben 721% Schaden. 110% Gegner mehr. Einfach nochmal für den Endboss. Nochmal ein bisschen Leben. Nochmal Schaden. Nochmal mehr Gegner. Junge, wir haben jetzt 115% mehr Gegner. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Schade. Attack Speed, ja, komm. Und das war's. So, Leute, wir gehen rein in den Boss. Mal sehen, wie es läuft. Ja, wie erwartet läuft es komplett krank. Ich rasiere den einfach komplett weg. Ich würde den auch gern töten direkt. Damit, dann können wir nämlich noch ein bisschen weiter stacken und der nervt nicht rum. So, jetzt stacken wir weiter, ja. Let's go. Einmal noch ein bisschen Zeit. Jo, wie viele Gegner? Ich muss aufpassen, dass ich den Boss nicht aus Versehen töte nebenher. 1334 Schaden. Die Gegner kommen gar... Ich habe 150% mehr Gegner und die kommen einfach gar nicht hinterher mit dem Spawn. Was ist das? Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Schaden gemacht in einem Run. Wie gerade mit dem hier. Also wir machen bald 1400 Schaden, wenn das so weitergeht. Und wir haben noch ein paar Sekunden hier. Ah, 1400 schaffen wir leider, glaube ich, nicht mehr. Aber trotzdem einfach krank. Einfach krank. Ach komm, gib mir noch ein paar Kisten. 5 Kisten, die bringen uns ja leider nichts mehr. Okay, jetzt töten wir den Boss schnell. Stirb! Jawohl. Ey Leute, 768% Schaden. Leider nicht ganz die 1000 geschafft, aber ich muss sagen, wir haben fast 1400 Schaden mit einem Schlag gemacht, wenn wir gekrittet haben. Also absolut krank. Wir hatten, das würde ich sagen, ist mein Highlight, 115% mehr Gegner. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich würde sagen, das war ein würdiger Weihnachtsrun. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich danke euch fürs Ansehen und ich möchte mich auch hier ganz herzlich bedanken für alle, die mich im letzten Monat oder so oder eineinhalb Monaten, seitdem ich angefangen habe, Rotato-Videos zu machen, unterstützt haben, geliked haben, mir ein Abo dagelassen haben und einfach einen netten Kommentar geschrieben haben. Wirklich, wirklich vielen lieben Dank an euch. Und jetzt entlasse ich euch in die Weihnachtszeit, Leute. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Haut rein, Leute. Ich bin raus. Ciao, ciao.